aufsetzen oder. Aber hast du die App gesehen, die ich da geschickt habe? Glaub nicht. Nur Vorschaubild. Für Android, ich habe mir die auch noch nicht genau angeguckt, aber so ein bisschen was soll das funktionieren? Hast du ja nicht so einen weiten Winkel? Vielleicht ein bisschen in den Apex schauen, wie man so schön sagt. In Anus ja, das schauen. Soll damit gehen. Ja, also ich meine, wenn du jetzt am Morgen hinter mir fährst, muss ich mich schon in Acht nehmen. Schon hier Popusch, also ne, Deckel drauf. Wenn du so anvisierst direkt, weißt du, mit dem Ding. Richtig tracky machst du. Boah! Ich hab, keine Ahnung, Anfang der 2000er so mir eins geholt gehabt. Und fand das damals sehr witzig, hat Spaß gemacht. Und dann lag der jetzt im Keller und dieser Vektor ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich mir einen neuen bestellt. Für was benutzt du denn dann, wenn nicht fürs Racing? Shooter oder sowas? Zum Umgucken geht es auch. Vektor ist auch kaputt. Oh! Das ist halt unverschämt. Ich glaube, die wollen 35 Euro oder so haben. Diesen kleinen Bügel. Naja, das geht ja noch, oder? Also ist an dem Bügel einfach Infrarot dann oder was? Nee, dieser Bügel, dieser Vektor, das ist so ein Teil, dass du dir auf den Schirm von der Kappe klemmen kannst. Ja. Und da sind dann, ist dann vorne an dem Vorderteil der Kappe, wo du den Clip drauf tust, ist ein. Ich nenne den Reflektor, glaube ich, ist es, und an den Seiten. Also ist das nur ein Plastik, nichts halt Technisches oder was, oder doch? Doch, das ist, ich glaube, das ist aus Metall gewesen. Aber da, wo die Reflektoren dran sind, das ist halt ja, so ein bisschen hochgeklappt. Und ja, bei mir, dadurch, dass es im Keller lag, in irgendeinem Karton, lag da irgendwas drauf und dann sind da die Reflektoren abgebrochen. Ach so, okay, okay. Ich bin den aber auch gar nicht mehr, also das war schon damals so. Und durch die Track, das ist ja die Position, oder? Auch. Genau. Aber es geht auch irgendwie per Infrarot. Also wenn du das mal so DIY bei Google eingibst, da gibt es ganz viele, die mit einer normalen Webcam und OpenTrack nennt sich die Software, die sich da Aluhüte gebaut haben, ja. Denen das auch gut funktioniert. So mit der GoPro bestimmt. Die ist ja am Kopf. Ich glaube, am besten dafür soll die alte PlayStation Kamera funktionieren. Ist die noch irgendwie Motion Eye oder so? Ja, habe ich. Ja, mit der soll das richtig gut funktionieren. Von der PlayStation 3 eigentlich ist es, glaube ich. Oder 2? Bei welcher PlayStation hat man diese scheiß Dinger in der Hand gehalten? Die Pömmel hat sich lächerlich gemacht. Was war denn bei 2 ging das los, oder? Wo du so Fenster putzen konntest und so. Kann ich sein. Ging bei 2 los. PS3, okay. Echt? PS3? Ich dachte auch bei PS. Ah ja. Kann ja sein, dass es losging, aber stimmt, diese komischen. Diese Pömmel da mit den Lichtern vorne dran. War, glaube ich, PS3 da. Muss die noch alles da haben. Noch speziellen Hub und spezielle Kamera für das Ding. Move Controller, achso, genau, okay, stimmt. Hat ja auch einen Namen. Die habe ich für die 4. Für die 4 habe ich die Move Controller. Deswegen war bei dem VR-Set dabei. Muss ja, ne? Weil das ist ja deine Hand dann, oder nicht? Ja. Aber 1,44 schaffst du nicht, oder? Das ist halt schon. Der ist doch schon anders, Xenti, ne? Der andere war schon entspannter. Meine Zeit, ich gefahren bin, die komme ich halt schwer ran, weil ich bin da wirklich. Keine Ahnung, so gefahren, dass ich. Weiß ich nicht mehr genau, ist halt sehr schwer.
Hattest du den Porsche Stock gelassen? Beim Einsteigen Central? Hast du irgendwo was verändert? Ich fand den Stock sehr rutschig. Aber du bist ja die Kurve noch so richtig entspannt. Ich war nicht so aggressiv. Die eine Kurve im zweiten. Halb stehen geblieben. Wie willst du denn da rutschen? Schon geil, trotzdem schneller, ey. Sehr, 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 sehr heftig. Genau, damit du mehr Downforce hast, ne? Okay. Willst du mal, ich habe hier ein bisschen am Setup rumgespielt, willst du mal das probieren, was ich hier habe? Ich weiß nicht, ob es jetzt was Tolles ist, nur ein bisschen Reifendruck verändert, Flügel verändert und Bremsbalance. Ob das. Wollen wir mal testen? Ich finde Untersteuer jetzt nicht so schlimm. Nur bei dem rutsche ich halt immer weg. Ich bin jetzt 3 Sekunden langsamer gefahren als meine Zeit. Echt, verlierst du? Okay, okay. Noch genau nie sicher, was ich habe. Untersteuer, Übersteuer, was auch immer ich immer habe. Jetzt hier habe ich schon 0,3 verloren. Vielleicht zu eng gefahren, zu spät Gas gegeben, keine Ahnung. Ich kann mit dem halt nicht so ans Limit gehen wie mit dem anderen. Obwohl ich jetzt mit dem mit mehr Kontinuanz besser gefahren bin, was die Zeit angeht. Versucht es auch mit dieser langsam von der Bremse zu gehen. Aber schaffe ich halt nicht immer bei allen Kurven. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch nicht immer notwendig, dass ich damit ruhiger fahre. Aber die Kurven finde ich sehr schwer. Die finde ich immer am schlimmsten, die hier. Ich weiß nicht, soll ich die eng fahren? Soll ich, wenn ich sie eng fahre, dann nach außen fahren hier? Oder soll ich eng bleiben? Also ich muss dir sagen, Zentren, so ein GT3 ist komplexer zu fahren als eine Formel 1. Also weiß ich nicht, wie du das siehst hier als mit mehr, immer mehr Erfahrung. Okay. Dann schaue ich mir nochmal an. Ich habe mir glaube ich sogar schon mal für das was durchgelesen, aber ich habe mir das glaube ich nie wirklich so richtig merken können. Und vielleicht mache ich es jetzt bewusster das Ganze, weil ich so viel gefahren bin. Verstehst du dadurch vielleicht?
Sector 2 is 1.2 off the base. Ich weiß nicht, wie ich vorher gefahren bin. Die erste Kurve 0,3 verliere ich immer. Ob die zu eng fahren soll, weiß ich auch nicht. Wenn ich mich darauf konzentriere, tue ich mich sehr, sehr schwer. Wenn ich irgendwann laber, irgendwas laber und nebenbei was anderes quasi mache, dann reagiere ich einfach auf das, was auf der Strecke passiert und denke ich nach. An den besten Zeiten habe ich immer gefahren, wenn ich mit jemandem im Discord quatsche. Über irgendwie was. Entweder er quatscht, ich höre zu oder ich quatsche. Noch nie anders gewesen. Und mit Konzentration auf das Ganze mache ich nur so Blödsinn wie jetzt. Wenn ich gerade gelabert habe, aber war jetzt anders. So undankbar das Auto, sage ich dir. So undankbar das Auto, sage ich dir. Techni. Ja. Fahr mal den Nissan. Ja, werde ich tun, früher oder später, ja. Was, sagst du, es gibt eine Mod mit Setup oder was? Ja, es gibt irgendwie so ein. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, ob das für im Content Manager war oder ob das bei Race Department war. Die Hände so halten. Ich muss die Hände immer so halten, wenn ich tippe. So über dem Ding drüber so. So komplett krumm. Das ist so ekelhaft. Was soll ich machen? Nochmal AFK. Die Taste.
Das Tier an, das Tier, sagt ihr mir hier. Weil das ist kein Dampfmod oder was, diese Seite? The leader has just done a 145.21. Das stimmt. Übersteuern, das Heck, zu schnell in die Kurve oder zu viel einlenken. Klar. Ich tue einfach über. Was ist denn jetzt hier passiert? Ja? Ich tue einfach übersteuern, das zu viel lenken. Ich kann mir das so merken. Achso, also wenn das Auto schiebt nach vorne, wie es hier steht, ist untersteuern. Okay. Ja, ich lese das jetzt hier. Ich werde aber bestimmt noch öfters über untersteuern falsch betiteln. Nur merken als Eselsbrücke: Übersteuern, zu viel lenken, also over, über, drüber, übersteuern und zu schnell sein. Natürlich kommt dann das Heck. Beim anderen rutscht es über die Vorderreifen hinweg, das Untersteuern. Ah, warte, wenn ich dann untersteuern habe, ich bremse voll, rutsche, lass kurz einfach auch die Bremse los, dann fängt es sich wieder, dann kann ich voll einlenken. Bin wieder da. Baby, diesmal gerade über untersteuernd durch, nochmal. Genau, kann man auch so. Aha. Ich hab mir jetzt gemerkt, mit über, ich überlenke halt, übersteuern, überholen. Ja, okay. Heck will ich überholen. Ja. Ja, kurz lesen hier. Genau, untersteuern ist einfacher zu regeln als übersteuern. Tipps für Fahrzeug, das kann ich an, das kannst du vergessen lassen. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich über untersteuern so ein bisschen verstanden habe. Das andere lese ich mir später durch. Das ist mir jetzt zu viel. Muss ich mir entspannt durchlesen, wenn ich hier nicht so sitze. Okay. Gut, immerhin habe ich die Last mal offen hier. Dankeschön. So, ich habe eingegeben. Ja. Ich wollte mich nämlich schon beschweren.
dir schon vor 3 Stunden gesagt habe, dass du dir mal was dazu durchlesen sollst und hast keinen Bock gehabt. Ja, habe ich auch nicht Geduld gehabt. Jetzt habe ich ja mal kurz das gelesen und dann die Tuning-Tipps dafür noch nicht. Tun die Augen einfach so weh, wenn ich lese. Kannst du dir vorstellen, die Augen brennen und tun mir so weh beim Lesen. Zwei Sekunden schneller, die beste Mod für Anfänger. Wie ein Autopilot oder was? Die Remote-Steuerung, da sitzt dann einfach Zentran zu Hause dran. Stimmt, das kann auch sein, ja. Teamviewer, best. Schon eine Mod, die ein bis zu 2 Sekunden lang schneller macht. Ich würde sofort wegschalten wollen eigentlich. Immer schon zu viel besprechen. Ich gibt's doch und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Champion Joe. Ich bin Joe, kompletter Neueinsteiger in die Welt des Simracing. Kompletter Neueinsteiger in die Welt des Simracing. Ein paar Monaten habe ich mir mein allererstes G27 Lenkrad gekauft, ein Logitech G27. Hast du gesehen, es gibt für meinen Einstieg gemacht in die Welt des Sim. War das jetzt für Competizione? Nee, für Automobilista gibt's den Grand Prix 1 Mod. Wie hat Mod das Spiel? Wusste ich gar nicht. Echt? Hat das Mod Support? Ich weiß nicht, aber es ist die alte Grafik von dem Grand Prix 1. Lol. Okay, F1 GP, krass, vom Microprose. Das klingt ja nett. Ja. Racing über arcadigen Spielen wie Forza Motorsport 7 und zu Teilen dann auch Project Cars 2 bin ich zu Assetto Corsa gelangt, was, wie ich finde, ein wirklich makelloses Force Feedback liefert. Da habe ich jetzt meine ersten paar Runden und auch Rennen gedreht und bin auf eine Blockade gestoßen, wie so viele auch. Und was ich dann hier gemacht habe, um tatsächlich... Erst auf eine Blockade gestoßen, wie so viele auch. Schon was er gemacht hat hier, Technik. Wer? In Assetto Corsa ist an Blockade gestoßen. 2 Sekunden schneller mit einer Mod, guck mal. Tatsächlich schneller zu werden, das verrate ich euch, es ist eine Mod. Das ist nicht eine Delta-Mod und sowas, die Delta-Scheißanzeige, was sie auch haben. Zum Aufbau, eigentlich wollte ich verschiedene GT3-Modelle miteinander vergleichen. Ich habe ein YouTube-Video die Tage gesehen, da erklärt einer ganz gut die einfachen Setup-Sachen bei Assetto Corsa. Okay, der sagt jetzt hier, er wollte am Anfang einfach die GT3-Autos miteinander vergleichen. Irgendwo kenne ich das. Ist das deutsch ein Simple gewesen, das Video? Ja. Okay. Auch recht kurz, also 5 Minuten, 8 Minuten. Ja, da verliert man noch nicht die Lust. Oh. Soll ich es mal raussuchen? Musst du nicht jetzt später, meine Chance jetzt eh nicht unbedingt, aber später, ja. Kann man studieren morgen. Na klar. Sich für mich persönlich gut anfühlt, mit welchem ich dann auch racen möchte in der Zukunft und habe dann eben verschiedene Modelle auf Laguna Seca verglichen. Und da... Okay, verschiedene GT3-Modelle auf Laguna Seca dafür verglichen, okay. Dafür hatte ich mich auch ein wenig in Setups eingelesen, also zumindest so rudimentär, so an der Oberfläche kratzen mit Reifendruck und zumindest mal... Ich hab noch nie sowas verändert, Traktionskontrolle oder ABS. Okay. ABS verstehen, welche Einstellung was macht, Traktionskontrolle, wie man das einstellt. Weil das ist ein ziemlich tiefes Loch ohne Boden, wo man viel lernen kann und viel lernen muss, um ein gutes Setup machen zu können. Aber die Basics, die sollte man dann eben doch verstanden haben. Und habe hier ein bisschen rumgespielt und bin natürlich hier dann mit meinem Audi R8 auch ein paar Runden gefahren. Aber ihr kennt es, man packt das Default-Setup drauf und schon am Ende der Boxengasse sind die Reifen kalt. Will man natürlich nicht, absoluter Mist. Deswegen ein bisschen mit dem Reifendruck herumgespielt und tada, schon sind die Reifen warm und dann habe ich es mit meinem selbst... Okay.
Okay, mit dem Reifendruck rumgespielt. Das haben wir auch schon gemacht. Okay. Tada, sind die Reifen warm. Okay, das haben wir auch schon. Warten wir. Eingestellten Setup dann auch auf eine Rundenzeit von 1:28.289 geschafft. Ich weiß, keine gute Runde, keine saubere Runde, aber für mich schon eine ganz ordentliche Zeit. Aber dann bin ich auf was Großes gestoßen. Okay, hat eine gute Zeit geschafft mit dem Einstellen von dem Reifendruck. Und dann ist auf was ganz Großes gestoßen. Ja, mal gespannt. Weil wenn man sich mit dem Thema Setups beschäftigt... Thema Setup beschäftigt. Dann geht man natürlich auch mal auf Google und schaut, was finde ich im Internet, welche Quellen gibt es, um gute Setups zu finden, weil man kann die ja runterladen und dann sich in seinen Dokumente-Ordner da reinpacken bei Assetto Corsa und die dann einfach laden und bin dann... Naja, okay, man kann jetzt das runterladen, in den Dokumentenordner packen und dann laden, okay? Auf eine Mod gestoßen, die sich das Setup... Hier, das Setup Market, ja genau, habe ich bei Google gesehen, als erstes eingegeben habe. Genau. Das ist so die bestimmt, das, ja. Das ist die bestimmt, die du wolltest, ja. Ich habe hier... Guck mal, im Content Manager wird dir 2 angezeigt. So war das nämlich, genau. Ich glaube, da stand das. Okay. Frage ist halt, geht das dann auch bei Modded Autos? Also bei nicht Stock Autos? Market Schimpf. Da gibt mal, es eine Webseite. Ich guck nochmal, wo das war im Content Manager. Ich muss sowieso noch was umstellen. Die sieht so aus. War das? Oh, sogar die einzelnen Strecken für die einzelnen Autos. Krass, Mann. Imola, Nürburgring, Formula, Silverstone, Monza, alle Strecken. Und man kann sich über Race Department dann das Ding auch Race einfach Department runterladen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und das ist eine richtig geile Mod, schwuppdiwupp installiert. Das ist im Spiel oder was? Krass. Geht ganz schnell, man lädt die einfach rein, aktiviert sie über die Einstellungen und dann, hier könnt ihr sehen, findet das Ding automatisch für Auto und Strecke verschiedene Setups. Findet automatisch für Auto und Strecke verschiedene Setups. Ach du Kacke. Ups, hier hat es jetzt nur 1 gefunden für den R8 auf Laguna Seca, aber sei es drum, habe ich mir direkt mal runtergezogen und. Dachte, das geht nicht mehr? Content Manager. Wie Kurt. Das Video ist von 4.4.20. Kann ja sein, dass es nicht mehr geht. Ich weiß ja nicht. Und warum nicht? Drauf gemacht. Hat es unterbunden oder was? Was ist das Beste, was es gibt hier? Und siehe da, kalte Reifen. Dennoch siehe die da, erste kalte Runde Reifen. Auf den kalten Reifen der 1:28.328. Jo, was? Ohne irgendwas am Setup verändert. Er hat einfach seine Zeit eine Verbesserung der ersten Runde. Das ist schon ganz okay. Mit kalten Logisch Reifen. Also, dass da noch mehr drin ist, wenn die Reifen dann erstmal auf Temperatur kommen. Das heißt also für mich, back to the pits, Reifendruck leicht anpassen. Er muss ja trotzdem Reifendruck anpassen. Traction Control und ABS nach Vorliebe eingehen. Die Traction Control und ABS muss man auch noch ändern? Okay. Stellt, Diff Power, Coast verstellt, die Bremse. Diff Power, Coast verstellt, ja, wozu habe ich dann das Setup? Leicht angepasst und Bremse auch angepasst. Fertig ist die Lauge, also nichts Kompliziertes, könnt ihr quasi so von mir übernehmen. LOL. Aber ich kann es euch nur empfehlen, schaut euch ein paar Tutorials auf YouTube an, das sind wirklich die leichten Einstellungen, die für jeden super schnell. Okay, es sind die leichten Einstellungen, die für jeden super rein, super auszufinden, so wie du gesagt hast, Technik. Reifen auch warm. Was ist für eine Grafik, Alter? Grün all around. Hier, guck mal, bei im Content Manager, unter Einstellungen, Content Manager. Warte, noch 30 Sekunden das Video. Sekunde, okay. War es dann soweit. Eine fast perfekte Runde für mich. Ein Auto, das sich grandios anfühlt und ohne großen Aufwand knapp 2 Sekunden schneller ist als mit meinem eigenen ersten Setup. Also richtig stark. Ich kann es nur empfehlen. Holt euch die Setup Market Mod für Assetto. Okay, Entschuldigung. Headset. Content Manager hast du gesagt? Ja. Einstellungen vom Content Manager und dann gibt's da Integrated. Warte. Settings. Content Manager. Integrated habe ich. Ja, und dann direkt oben als erstes das Setup Market.
Und oh. If you want quickly install setups from browser, use the extension. Services, okay, Assetto hat schon. Kurt hat schon durch. Service down. Das ist schade. Verstehe nicht, warum das? Ist das verboten oder was? Die Domain ist weg, ja. Oder derjenige, der es betrieben hat. Kein Bock mehr. Kohle mehr dafür. Servers hackt. Ah ja. Also okay, irgendwann. Ja, aber das stimmt. Das war dann das, was ich gesehen hatte hier mit dem Setup Market, ja. Als ich mich hier durch den Content Manager wieder geklickt habe. Gibt es da keine andere Seite, die das macht? Übernimmt? Man kann es anscheinend auch hier. Über die Webseite, okay. Und in der Market. Oh, ich brauch sowas nicht. AC Content Manager Installation Buttons. Okay. Du bist der Profi. Was soll ich machen? Ja, bin ich Profi, aber. Ich finde, das ist noch ein Teil von dem Spiel, der durchaus Spaß machen kann. Den will ich mir nicht nehmen, indem ich einfach irgendwas runterlade, sondern. Ja, Akzent dran. Jetzt aber tu mal da ein bisschen am Set herumfummeln, dann geht das schon. Sag mal nicht so. Also, ja, also jetzt aber frech. Was hat der gesagt? Was hat er hier eingestellt fertig noch? Fertig ist der Pits Reifen. Okay, der hat den Reifendruck verändert. Kommen. Das heißt also für mich a back to the Pits Reifen. Bisschen Reifendruck. Anpassen, Traction Control und Traktionskontrolle, ABS. Eingestellt, Diff Power, Coast. Diff Power. Was ist ein Diff Power? Verstellt. Dürfte das komplett weg? Die Bremse leicht angepasst. Bremse angepasst, okay. Ist die Lauge, also nichts Kompliziertes, könnt ihr quasi so von mir übernehmen, aber ich kann es euch nur empfehlen, schaut. Ist das nicht Winkel, Eier oder? Okay, was die da also. Der lädt ein Setup runter, du tut alles verstellen und dann ist es besser. Ich bin den alten gefahren. Ja, ja, stell es für sich ein, aber trotzdem sind noch andere Einstellungen, die halt er nicht gemacht hat, oder? Die passen dann besser zum Auto. Das eine passt zum Auto, das andere passt zu ihm dann besser, was er sich noch einstellt, oder? Ja, Xentran, das sage ich dem Gex auch die ganze Zeit. Ja, aber ich passe mich ja sowieso an das, ich verstehe nicht, ich passe mich halt an das Standard-Setup an. Also kann ich mich auch an das Setup anpassen, was das Ganze ein bisschen entspannter ist, macht. Und wenn mir dann was fehlt, kann ich ja was sagen, aber ich kann nicht das Ganze verändern, weißt du? Es sind 100 Sachen, die man verändern kann. Wie soll ich denn das, soll ich denn da durchsteigen? Natürlich passt nicht jedes Setup zu jedem Fahrer, ist ja klar. Aber es muss eine gewisse Basis geben und das Standard-Setup ist halt, finde ich, manchmal eine komische Basis. Oder nicht? Das Standard-Setup vom Porsche war für mich nicht fahrbar. Du hast verändert, ich kann es fahren. Das Standard-Setup vom, wie heißt es, vom Lambo ist auch schwierig. Aber ich bin halt so lang gefahren, die 20 Runden, bis ich halt verstanden habe, was ich machen muss und bin meine Bestzeit gefahren, weißt du? Viel, viel schneller als mit Porsche und dem McLaren, wo ich mich wohlgefühlt habe. Weil ich mich einfach an das Auto angepasst habe. Also, es geht so ein bisschen Hand in Hand. Ich tue meine paar Fahrweise anpassen, aber also aufzwingen dem Auto, aber doch mich auch anpassen, wenn ich nicht zu viel oder nicht zu wenig mache. Versteht ihr, was ich meine? Mhm.
Es gibt ja bestimmt auch ein Setup, was auf 10 Fahrer passt und auf 10 andere Fahrer nicht. Und wenn ich einer der 10 bin, ist es auch nicht verkehrt. Es kann ja nicht sein, dass 1 Million Leute gibt und 1 Million verschiedene Setups. Oder meint ihr nicht, wenn man 1 Million Leute hat, braucht man 1 Million verschiedene Setups? Meinst du nicht, dass mindestens 10 Leute an einem das gleiche Setup haben und damit zurechtkommen und auch gut sind? Oder braucht man echt 1 Million Setups für 1 Million Leute? Also ich habe jetzt gemerkt ich habe merke immer wieder mit den Autos, wo ich mich am schwersten tue, wo ich gar nicht mit zurechtkomme, da fahre ich die besten Zeiten, weil irgendwann passe ich mich halt einfach da an. Die ersten Runden sind beschissen, sind scheiße, ich breche aus, ich drehe fast durch, aber dann passe ich mich an das Auto an, ich schaue, wo die Grenzen sind und dann ist das okay. Aber wenn ich dann von Anfang an vielleicht ein bisschen, also wenn ich das nicht machen müsste oder weniger es einfach hätte, wäre es doch nicht schlecht. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn der Schnellste was vorgibt, ist es ja nicht schlimm. Dann fährt man ja auch nicht beschissen langsam vielleicht mit dem. Aber du bist vielleicht nie so schnell wie er. Aber du fährst halt vielleicht besser als mit einem Standard-Setter. Ich möchte das nicht unbelehrbar oder zickig klingen. Ich möchte halt nur sagen, dass ich mich eigentlich, wenn es ein stabiles Setup ist, gut anpassen kann. Und dann tue ich mich einfach, als wenn ich mich an ein beschissenes Standard-Setup anpasse. Und das mache ich halt jetzt nur noch. Versteht ihr, was ich meine? Ich fühle mich gerade total so wie so ein Kind, was quengelt, aber ich versuche es euch logisch zu erklären, wie ich das fühle und verstehe. Also wie ich das halt mache. Ja, für Mods ist ja klar. Aber das sind ja auch, ja, weiß ich ja nicht. Naja, ich fahre meine Standarddinger und bin dann zufrieden, glaube ich. Ich versuche ein bisschen Reifendruck. Ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen konnte, was ich sagen wollte. Doch, aber versuch dich doch auch so ein bisschen damit zu beschäftigen. Macht doch auch Sinn. Das macht auch Sinn, aber ich habe nicht immer die Geduld und die Kraft, da mich einzulesen und dann das. Ich tue mich. Also es ist für mich sehr, sehr schwer, was zu lesen und dann zu verstehen und dann es umzusetzen, muss ich dir sagen. Selbst lesen tut mir mehr weh, gerade als alles andere, weil meine Augen. Ich kann nicht Schriften so einfach lesen. Mich darauf konzentrieren. Weißt du, so chatten ein bisschen ist ja kein Problem, aber so etwas lesen, verstehen, umzusetzen, ist für mich sau schwer, weil ich muss die ganze Zeit blinzeln. Und lesen und weiß nicht. Ich habe halt nicht diese Geduld und Konzentration, Ultra-Konzentrationsschwäche wegen den ganzen 12 Tabletten. Weißt du, wie ich meine? Ja. Manchmal geht das Beste, manchmal geht das gar nicht, aber ich muss den Augenblick nutzen, wo ich mich gerade in der Lage dazu fühle. Ich dachte, ich könnte halt ein bisschen, wenn ich etwas übernehme von anderen, ein bisschen Zeit sparen. Ich meine, wenn ich ein Auto 100 Runden fahre, dann komme ich irgendwann damit zurecht, das ist ja okay, aber ich wollte, dass ich es vielleicht schaffe, ein Auto vielleicht 10, 20 Runden zu fahren, was ich auch mit dem Auto eben geschafft habe, wollte halt ein bisschen Zeit sparen dadurch. Weil ich weiß nicht, ob ich das schaffe, jetzt die nächsten 2 Jahre 8 bis 12 Stunden täglich zu fahren. Und ich glaube, das ist auch ich hoffe, dass ich es so lange wie möglich machen kann, so viel wie möglich XP mitnehmen kann. Und ich möchte ja auch von anderen die XP nutzen, ob jetzt Setup sei oder die Straßen, also die Kurven, dass ich nicht alles selber herausfinden muss, weißt du? Die Erfahrung der anderen daraus schöpfen. Weil ich tue das Rad nicht neu erfinden, weil ich jetzt fahre. Das mit dem Gegenteil bewirken, kenne ich, Xenta. Da habe ich bei Formel 1 mir auch viele Setup geladen und haben echt nicht viele Setup gefasst. Aber ein, zwei waren einfach krass, wo ich mir dachte, wow, das ist so einfach, das ist ein ganz neues Auto.
Dieses Gefühl habe ich ja gestern bei Technik auch gehabt. Der Porsche war der letzte Müll. War das schlimmste Auto, das ist übertrieben, was ich halt jemals gefahren bin. Dann hat ein paar Änderungen und das war einfach nur, das war ein ganz neues Auto. Und ich glaube mal, wenn wir mit dem Auto fahren und das Heck halt nur ausbricht, dass dieses Gefühl halt viele, also 9 von 10 Fahrer vielleicht haben. Weißt du, wenn das Heck unruhig ist, total ausbricht, wieso sollte das nicht jeder fühlen oder die meisten? Und wenn man das dann ein bisschen korrigiert, dann ist es doch für jeden entspannter. Und das mit dem Gegentouch verstehe ich auch, weil ich habe das bei Formel 1 die Setups immer geladen, da gibt es ja so viele. Mit manchen konnte ich gar nicht umgehen, weil es zu aggressiv war. Also die besten Zeiten bei Formel 1 waren immer so ein richtig aggressives Setup. Habe ich nur ganz leicht Gas gegeben, sofort habe ich gar keine Chance gehabt, das Auto zu kontrollieren. Aber habe trotzdem versucht, damit zurechtzukommen. Bin bessere Zeiten gefahren, aber ich habe mich nie wohl gefühlt. Da habe ich lieber so ein Setup gewählt, wo nicht so aggressiv ist, aber das Auto leicht stabiler. Und ich bin dadurch dann irgendwann doch auch besser gefahren, weil ich mich wohler gefühlt habe. Aber ich habe beide Fahrweisen verstanden, worum es halt geht. Und das finde ich halt toll. Und ich möchte mich auch damit beschäftigen. Ich habe ja heute wirklich wieder was dazugelernt. Ich habe heute dann die Reifendrücke nochmal angepasst. Ich habe heute den Spoiler nochmal hinten nochmal umgestellt. Ich habe die Bremsbalance verändert. Ich tue mich hier so also langsam rantasten. Anscheinend sind es auch gar nicht mehr so viele Sachen technisch, oder? Nach denen. Zumindest hat der ja, Video nur so fünf Sachen gezeigt. 5, 6 Sachen gezeigt, so grob. Genau, und das sind auch die 5 Sachen, die ich in dem einen Video gesehen habe. Ja. Aber wo es dann, also wo ich mich auch mit beschäftigen muss, ist dann wirklich, wenn es ans Fahrwerk geht, weiß nicht, wie ne, die Stoßdämpfer einfedern, ausfedern, je nach Geschwindigkeit, was da, ne, oder wenn die ganz eingetaucht sind, weil man in der Kurve ist und dann trotzdem den Buckel irgendwie schlucken muss und so, was da an Werten ist. Oder Radsturz und wie schimpft es sich hier noch? Die Spureinstellung. Also da. Ich habe ja auch nicht unendlich Zeit. Also klar, ich könnte jetzt auch mich einlesen. Aber ich fahre lieber. Ich mache das zwischendurch mal, wenn ich nicht pennen kann nachts, dann lese ich was. Genau, ich will halt auch lieber fahren. Ich will auch lieber fahren. Das ist natürlich doof, weil am liebsten würde ich das ausprobieren, aber ja, ich habe auch noch einen Alltag, ne? Ich muss noch arbeiten, ganzen anderen Kram, dann ja. Dauert das halt ein bisschen. Deswegen ja, kann klar. Ich hier nicht. Aber da kann man sich ja drauf freuen auch. Ich habe mir gerade voll wehgetan mit dem Abstützen. Ellenbogen ist ripp bei mir. Ich kann mich nicht mehr bewegen, die rechte Hand. Irgendwie gerade so nach vorne abgestützt. Eieiei. Ja, ich weiß halt, dass ich immer so ein bisschen Setup übernommen habe und dann probiert habe. Und dann hat es einigermaßen funktioniert, da ich mich doch einfacher an etwas anpassen konnte, was jemand vielleicht damit zurechtkommt. Anstatt an neutrales Setup oder an ein Default-Setup, was halt komplett Murks ist, weißt du? Und ich ja auch noch, was dazu kommt, ich habe ja noch keinen Fahrstil, ich bilde den ja noch. Also ich habe ja keinen. Ich habe ein bisschen irgendwas hier, ein bisschen, oh, das ist ein Lack jetzt. Das ist kein Fahrstil, sondern es ist halt einfach nur auf Biegen und Brechen manchmal was machen. Aber trotzdem auch dann besser werden dadurch, irgendwie. Und ich tue das ja noch bilden, also wie heißt auf Deutsch, Bilder formen, oder? Das Ding. Ich muss ja noch formen, muss sie noch finden, muss noch anpassen. Ja, aber gut, ich habe halt gemerkt, es ist nicht so einfach. Was ich halt dann oft mache, ich fahre und fahre. Und wenn ich dann an gewisse Grenzen stoße, so wie gestern oder so mit ein paar Autos, dann frage ich dich ja dann, ne, dann
habe ich ja dann angefangen mit dem ganzen Stuff, was den Druck und so angeht. Hat der mein Setup nicht übernommen oder was? Die Reifendrücker so schwach sind? Weil Gina hat das noch was so gespeichert. Und wo ich auch noch erstaunt war, sind ja so ein, bin ja so ein, was war das? Z6? M6 bin ich gefahren. Und der war ja wirklich Mist. Also das war echt krass. Anscheinend muss man da an dem, das ist ein super Auto, muss man anscheinend wirklich viel tüfteln, damit er fahrbar ist. Wieso ist denn das so, dass manche Autos so komisch und fahrbar sind? Sind die einfach von dem echten Auto her Standard oder sind das auf irgendwelche Straßenverhältnisse von draußen aufs München angepasst oder wie? Ja, das vielleicht ist einfach das Default-Setup was anderes oder. Ja, denke ich mir, ja. Und ich glaube, dass man hier das Auto so ein bisschen anpassen kann, dass es eh nicht zu fahren ist. Fahr dir. Achso, nee, Xander fährt BMW, du fährst noch den Nissan. Ich versuche mich jetzt an dem Nissan, ich habe da auch ein bisschen gebastelt. Ob das jetzt besser ist oder nicht, komme auf jeden Fall nicht unter die 1,52. Einfach mal eine Chance zu geben, dem Nissan. Weil ich ihn ja den alten richtig cool fand. Hatte ich ja Spaß in Deep Forest. Genau, deswegen habe ich ihn noch drin gelassen, damit man vergleichen kann. Weil du ja wirklich den gefeiert hast. Und ich ja auch, muss ich sagen. Ich glaube, das ist der neue, den ich erfahren. Der ist echt, wie Xen dran schreibt, Panzer mit Staubsauger Soundmotor. Und das finde ich halt, macht es bei mir auch aus irgendwie. Also wenn der sich nicht so schön anhört, dann auch schwierig reinzukommen. Aber ich fand das schon erstaunlich, dass ich mit diesem Auto, was du mitbekommen, wie ich das Auto so, was ich davon gehalten habe und dann trotzdem die Zeit geschafft habe. Weil ich einfach mich daran angepasst habe ins Auto. Das finde ich, aber ich bin mir nicht so 100% sicher, was ich gemacht habe. Aber ja, ich beschäftige mich weiter, nämlich ich will mich ja da reinfuchsen. Ein paar Videos schauen, ein bisschen rumprobieren. Man muss ehrlich sagen, immer dafür hat man ja auch nicht die Geduld, ne? Wie man solche Tage kennt. Ich möchte einfach mal Go machen. Ne. Vor allem wird es auch nachher kompliziert. Also das sind ja dann auch irgendwelche Wechselwirkungen. Aber wenn du das einstellst, musst du das auch anpassen, sonst ne, macht es keinen Sinn, oder? Ja. Wie es Zentral dachte, dass das halt auch ein Kompromiss ist, ne? Also, keine Ahnung, nimmst du TCS ein bisschen raus, dann, ne? Dann bist du vielleicht schneller dafür. Keine Ahnung, rutscht der Wagen auch eher. Achso, das habe ich. Daran könnte ich auch mal spielen. Ich habe da noch nie was verändert. Das ist einfach immer ich glaub, fix. Ich glaube, bei Assetto Corsa ist das, je höher die Zahl ist, desto niedriger wirkt das TCS. Ich meine, das hätte ich in einem Video mal gehört. Ach so, nicht andersrum oder was? Also wenn du es auf 1 hast, dann ist das halt stark. Ui. Ach so, okay. Das ist, das klingt total unlogisch, aber vielleicht ist es ja so. Das kann ja auch sein, dass die Hilfe anders ist. Das ist das halt. Na, da bin ich jetzt nicht 100% sicher und ich will ja auch nichts Falsches sagen. Ne? Dann ach, egal was. Ich dir irgendwas. Ist doch egal, weil wenn ich dann sehe, dass es anders ist. Kommt der ProRacer 78 in den Chat und sagt, was erzählt denn der für Scheiß? Naja, da tust du dann bedichtigen, ist doch okay. Das ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, du sagst es. Und dann beschäftige ich mich halt damit. Darum geht's ja, dass du mir so einen Anstups gibst. Egal, ob du jetzt was Falsches oder Richtiges sagst. Ich werde dir dann nachlesen, nachschauen, weißt du?
weiß das, aber naja. Ich habe halt auch wieder mit angefangen. Ich habe es früher bei Grand Prix 2, habe ich das. Ich habe halt noch nie sowas gemacht. Noch nie. Ich habe es immer Stock gelassen oder habe mir Profil runtergeladen. Also da auch nur rudimentär, ne, bei Grand Prix 2 mit Flügeleinstellungen und das war es schon fast. Doch, noch nie ist vielleicht gelogen, ich habe mal bei Forza Motorsport 2 mit meinem Lancia Delta gespielt, aber da habe ich halt einfach die Sachen übernommen, was das Spiel gesagt hat. Ja, das ist schon was ganz anderes zu heute, oder? Als damals. Mit dem anderen F1 GP. Ja. Schön, wie sich das entwickelt hat. Also ich muss da noch viel lernen. Und das ist ja das Gute. Ich bin hier in einer Zone, wo ich halt null Ahnung habe. Ich bin kein Mechaniker, kein Mechatroniker, gar nichts. Und hier kann ich halt am meisten lernen auch. Und ich meine, Xentern, deine Setups für Formel 1 waren noch super auch für mich. Hat doch gepasst. Also, die haben doch gepasst. Ich bin ja noch gefahren danach. WB. Ich habe gerade gemeint, dass die Setups von Xentern bei Formel 1 haben super gepasst zu mir. Gar kein Problem. Bin ich viel bessere Zeiten gefahren. War nie ein Problem. Es waren nicht seine Zeiten, aber das war nie das Ziel. Audi der andere, okay. Findest du? Ja, das habe ich heute glaube ich schon mal gesagt, dass das GT3 schon brutal technisch ist. Formel 1 ist nicht so viel Unterschied, aber trotzdem merkst du, fand ich schon sehr, sehr stark. Nur GT3 ist anscheinend noch komplexer, was das Ganze angeht. Sind zwei Scheiße, stimmt. Es sind zwei BMW. Einer ist Mod, der andere ist Standard. Was scheiße? Ah, der Audi hat ja die Kirmes-Sounds. Da hörst du ja das Bremsen quietschen die ganze Zeit und... Du musst nur das Jahr schauen, ich weiß gar nicht, welchen du jetzt hast. Der alte ist der Stock und der, also der vom Spiel und der neue ist halt der die Mod. Eines 2010 glaube ich, der andere ist 2000 irgendwas. Steht glaube ich in der Info. Das Ding hier, was ich jetzt fahre, das hört sich immer beim Bremsen. Wie schon gesagt, wie so ein Zellentrakt an. Und das ist, wenn alle Zellen aufgesperrt werden. Ja, dann musst du mal den Audi fahren. Ich fand den gut, vom Sound weiß ich nicht mehr. Der fühlt sich super an Xentern, ja. Ich mag den, ich habe den auch reingenommen, weil ich den super fahre. Der gefällt mir echt super. Der fühlt sich super an vom Fahren, ja.
Das war mit dem alten Porsche, der 2010er da auch drin dabei ist, mit mein Lieblingsauto, der Z4. Ja, super. Deswegen habe ich ihn da reingenommen. Der ist echt geil. Ultra stabil. Sehr viel Downforce. Aber auch ein bisschen wild, wenn du damit fahren möchtest. Ja. Deshalb dann schätze ich mal gut eingestellt bei diesen Mountingern, musst du vielleicht eine Menge konfigurieren. Ich weiß gar nicht, was hier Kirmeshaus zum Sonst meint. Ich bin hier sehr gerne gefahren, den Audi. Ist der auch so? Immer Zellen tragt man hier im Bremsen, geht auf. Ja, und hier hält der Zug in Hogwarts. Von London oder was? Bist du total assen gerade? Lol, wo warst du denn? Ist sie weggepumpt? Du hattest. 262. Du hast auch. Eben beim Reden hat man nicht jedes Wort verstanden bei dir. Vorhin hast du erklärt, das ein bisschen. War es ein bisschen abgehackt? Ich sehe das gerade. Ich dachte, das gibt sich. Manches hat sich angefühlt, halber Schlag, aber. Lebst du noch oder was? Ja, ist Frontspoiler kaputt. Das war zu heftig. Ich habe in der Kurve wieder eine halbe Sekunde verloren. Aber ich finde, es macht ultra Spaß, das Fahren. Setups hin oder her oder Autos hin oder her, das ist einfach toll. Es gibt so Zeiten, da fahre ich einfach. Bin zwar eine Sekunde schlechter als meine Beste, aber ich fahre einfach, weil ich es einfach genieße. Scheiß auf irgendwas, weißt du, was ich meine? Einfach nur keep racing. Hilft mir auch nicht, wenn ich einen Fahrfehler mache, ne? Vielleicht hättest du den Fahrfehler nicht gemacht. Gut Setup. Oh, da war schon bis schon weit hinaus. Okay, das. Hoho! Yellow Flag. Aber Ping 95. Was Xenter mit dem BMW macht, aber schau, der sagt, der BMW fühlt sich auch super an, aber ich glaube, den hast du am Anfang gemocht, Techni, aber danach nicht mehr, weiß nicht warum. Den BMW? Ja. Den alten. Den hat dir doch gefallen. Den Z4 oder was? Ja. Das ist halt BMW, ne? So. BMW. Jetzt die Marke, nicht wurscht, ich fahre. Bin sogar Bentley gefahren. Oder Jaguar. Das ist auch schon anders. Oh, ich glaube, lang mache ich halt nicht.
Hier leckt es aber an der Stelle bei der Schikane. Ich bin halt so nicht abgehoben, dass ich mit dem Formel 1 Lenker zur GT3 fahre.